Guten Morgen. Wo ist denn der? Lenker. Habe ich es richtig rum auf? Weiß ich nicht. Ist der Swash vorne? Na fast. Muss ein bisschen drüber. Du bist nicht symmetrisch. Hier, der Lenker vorne drin. Ja, schön. Kostet eigentlich 80 Euro. Mit dem. Ich habe jetzt knapp 30 bezahlt. Meine Frau fällt auseinander, ist ja furchtbar. Gut. Ist es zu kalt draußen, dass du dich hier so einpackst? Du warst schon draußen heute, ist es zu kalt? Hier ist kalt. Aber ich bin ja kein Maßstab. Moin. Moin. Draußen steht jemand. Ja, ich will. Ach so. Der war vor 10 Tagen. Wir hatten dein Ding schon kaputt gemacht. Was? Wieso? Er war vor 10 Tagen hier und du hast ihm das Schutzblech gemacht. Hm? Und das ist jetzt alles abgefallen, nachdem er eben mal gegen Schutzblech gegriffen hat. Ja, explodiert wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Nachdem er einmal hingefasst hat, bist du Superman oder was? Habe ich ihn gerade. Nee, natürlich nicht. Wohin jetzt? Das Ding. Oh ja. Es funktioniert. Geil. XTR, Kranz drauf. Der Bruder ist vom Willinger. Ich kann ja manchmal Team lassen und das Willinger nehmen. Nee.
Das erledige ich dann. Come back, you guys are nice and nice. Okay. I like the underground vibe. Yeah. It's very underground. Yeah. Yeah. Like it's very, it's not your standard store, you know? No, we don't want it. It's a clean up store, you know? Exactly. Yeah. Alright. Good oven, good job. Good job. Wicked holster? Hey, keine Ahnung, hat er mir gerade eine Hand gedrückt. Da die so bunt ist, ist die bestimmt für Walle, wa? Wallebrücke. So, was mache ich jetzt zuerst? Erst die Kette hier am schnellsten. Ich muss ja bloß den Brief aufmachen. Ach, der Kettenschloss haben wir ja da, wa? Vergiss es.
Schlange bei den Schrauben, weil ja nur drei Leute in Gang dürfen. Ah. Und alle sortieren herum. Den überhaupt kannst du vergessen. Bestell ich jetzt online oder jetzt hier? Wegen 4 M4 Schrauben. Tut mir leid. Habt ihr noch nicht? Nee, müssen wir jetzt online bestellen, weil im Schraubenregal im Baumarkt musste Schlange stehen. Okay. Wir haben halt auch keine mehr da. Alles klar. Aber im Baumarkt gibt's die, oder wie? Ja, im Baumarkt gibt's die. Wenn du genug Zeit hast, dich da anzustellen. Ja. Dann gibt's da auch Schrauben. Alles klar, okay. Dürfen nur drei Leute in den Gang. Ja, ja. Hier im Bauhaus. Ja, hier am Herrenplatz. Ja. Okay, danke. Ja, alles klar, bitte. Ciao. Dieses Fünfgang-Klettersport, dieses Wochen. Ach, oh, mein Kind ist im Bett. Achso. Ja, dann ist es über. Ich war bei der Bullerei, aber ich war tatsächlich nicht drin. Wo warst du? Ich bin tatsächlich zur Sonderlee gefahren, fast. Sonderlee, weil der Eingang ist in der Sonderlee. Mit dem Fahrrad und ich bin da nicht reingegangen, weil ich dachte, ich kann da reingehen, wo es Bürgern ist, aber dann bin ich wieder zurückgefahren. Und ich fand mich super will. Oh, hast du aufgesetzt? Oh, jetzt ist weg. Geil. Ey, das mit Magura-Bremsen, das wird vorne. Ja, ich hab gerade Magura gekauft. Echt? Schöne alte New Old Stock. Oh. Grün! Nicht weiß. Weiß. Weiß, Alter. Weiß, Digga. Sonderedition. Der Trimax. Nice. Fast 33? Weiß. Habe ich mal weiß angesprüht. Original, original, original! Also nicht also wie neu. Oh, mit deinem. Oh, das ist so geil. Das gibt's nicht mehr. Manche Sachen machen Spaß, oder? Ja. Wenn man bei der Arbeit Spaß hat, ist doch schön nach ihm, wa? Ist doch schön. Das ist doch schön, oder? Spaß bei der Arbeit. Das ist bei dir. Abzeitung. Hoppede, hoppede. Sind doch die Vipers genommen. Hast du noch? Ja, hab ich dann. Obwohl, ich wusste erst nicht welche. Ja, die habe ich mir auch bestellt. Echt? Ja, so weil die sind ja auch mit Grip und so. Mit ein bisschen Schutz. Fuck. Ja, genau. Ja? Das Schloss ist da. Hat doch nicht gerade jemand Hallo gesagt? Ach so, sorry. Ja, ja. Ich hab Hallo gesagt. Ich bin gleich wieder da. Wo ist das Schloss? Oh nee. Ist er ausgerutscht hier? Nee, nee. Hydraulische Felgenbremse. Gar keine Felgenbremse, Scheibenbremse. Oh nee, das sieht ja nicht zu dem Button bei dem Rahmen. Ach so. Der Rahmen nicht. Ach so, der hat ja keine Scheibenbremse. Nee. Na doch, vorne hättest du eine Scheibe verbauen können. Ja, aber immer so will ich nicht. Deswegen habe ich ja lange gesucht, um die Gabel zu kriegen mit der Aufnahme noch. Na gut, okay. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch mal gut was genommen. Weil Hydraulik wollte ich haben, wegen. Ja, wegen. Nee, ich dachte, der Rahmen hat auch eine Scheibenaufnahme. Nee, nee. Ja, wenn er keine Ahnung hat, nee, dann sind wir Ruhrs tatsächlich besser zu machen. Was war denn das schon wieder? Geil! Geil!
Wolle kannst du nicht alleine lassen, ne? Kannst du ihn nicht alleine lassen, ne? Der bricht aus. Der bricht ihn. Der bricht die Hülle. Der bricht die Hülle los. Ist mit dem Foto hier wieder passiert? Ach, ihr wisst es? Ich weiß, was passiert. Ach so. Warum? Damit es nicht runterfällt. Wieso? Weil es immer so schön wackelt, wenn ich an der Tür bin. Und da ich vorhin ja gefegt habe, dachte ich mir, bevor ich es runterschmeiße, nehme ich es wieder. Was ist denn diese Scheiße denn, ey? Okay. Und dann, die hat einen Unfall gehabt. Da war ein kleiner 8 drin, ne? Achim. Was? Da ist doch eine kleine 8 drin, was soll man sagen? Naja, zu kleben wollte ich gar nicht, die war noch zu kleben. Schmeckt doch noch! Jetzt sind wir Schlüssel. Jetzt im Hinblick? Ganz ehrlich, bei dem Fahrrad wollte ich fast alles sichern. Also, eine alte Kette. Habe ich nicht dran versucht, also das war erstmal, bevor ich es nicht kannte, habe ich erstmal, nee, verstehe ich nicht, also auf jeden Fall auf den ersten Blick schließt das Fahrrad so an, dass das Vorderrad, dass es nicht verdreht werden kann, dass es nicht quasi so an der Stange, also hier ist eine Laterne zum Beispiel, und dann ja, ja, das auch nicht, dann kann man es auch nicht, ja, kann es nicht noch so oder so. Ja, aber das muss man natürlich ein bisschen... Muss man natürlich auch ein bisschen nachdenken. Kannst du die Kette umschließen und dann kannst du zum Beispiel den Bügel auf Pitlock. Wenn du ein einfaches Kettenblatt hast, wenn du diese also nicht angreifbaren Pits, wo die Stelle dann wirklich ganz klein ist, wo man nicht mit der Zange halt rüberkommt, da kannst du es ja probieren. Deswegen habe ich mir das Man kann auch die nehmen mit diesem kleinen Pit drin, dass man da nicht rüberkommt. Das ist was man drin macht, in seinem Kopf. Wo ist der Minion? Wenn sie schon so heißen, der hätte ich stimmt, sie müssen es beim Minion zu laufen erwarten. Oh Gott, ist das klein! Ja, ist das niedlich. Das muss doch für genug reichen. Also. Aber Holla, ey. Ja. Was sind die Speichel? Lumen setzt sich mal drauf. Lumen fährt in den Specialized, oder? Ja. Ich hab schon geguckt für sie noch mal. Dann Rad noch. Irgendwie so ein. Weil von Boom, was wir jetzt dann hatten, gibt es ja auch nicht Fullies, aber eben so Hardtail mit Federung. Training. Also ist hier überhaupt nicht bekannt, weil viel zu teuer ist für die ganzen, für die meisten Leute. Mhm. Kosten Tausender. Aber nee, das ist tausendmal besser. Ja, das ist Speiseeis. Das ist Speiseeis. Speiseeis. Ja, das ist Insider. Ja. War schon geil, oder? Ja, hat was. Sag mal, ey, sag mal. Ja, noch nice. Vor allem mit dem Rahmen, ey. Völlig drüber, alles was da dran ist. Das ist total der Kinderrahmen, oder? Ja, ist ein kleiner, ganz kleiner, süßer, niedlicher. Mervin 700er. Irgendwas. 7000er Alu. Ja, Speichelschlüssel und er hält die ganze Zeit. Ich bin jetzt die erste Zigarette, die ich mal in Ruhe reiten kann. Von denen heute Morgen mal abzieht. Und das auf jeden Fall. Wie diese ganzen. Schaltet auf einen Hebel alle Gänge vorne und hinten ideal. Lass immer die Kette, die nicht stimmt. Alter! Das ist doch aus der Zukunft, hör auf, Alter! Warst du mal eben bei Terminator 3? Synchro, Alter. Zurück in die Zukunft. Geilste Ding immer. Jetzt verstehe ich auch den Sinn von zurück in die Zukunft. Jetzt erst. Ah, allerdings ist er leer. Hier ist der Spruch. Nie mal Kreuz schalten. Hammer. Hammer geil. Ja, der Teig im Almani-Boot hier. SLX. Johnny Cash? Jus Cash. Stimmt. So. Ich schön noch alle Pflanzenrahmen.
der sollte reichen. Museumsteile. Hey. Hast du noch mehr Museumsteile, Papa Tommy? Ja. Ja, sag das. Zum Beispiel hier, kann ich anbieten. Eine elektronische Gangschaltung. Von wann? Aus den 90ern. Du stellst dich, verbau den Scheiß. Du bist der Zukunftsladen, ich schwör's dir. Du musst nicht mehr YouTube dann noch drücken. Wieder ein Tropf gemacht da. Ja, hier. Ja. Ich hab eingespeist. Der hat mich nackt so schön, ich liebe das so weit. Sag mir ganz genau, was los ist. Ich habe Feuer gemacht. Hey Tommy, das Kettenschloss, was die mitgeliefert haben, können wir nicht verbauen. Nein, wirklich nicht. Warum? Na, aus dem ganz einfachen Grund, das bleibt am Schaltwerk hängen, am Schaltwerkkäfig. Weil zu lang ist, ja? Na, die Klammer bleibt hängen. Die Klammer ist da dran? Ja! Sechsschleifen! Hier, guck's dir an, das war das, was dabei war. Klack! War nicht dabei. Niemals. Guck mal, hast du das falsch genommen. Du hast eine von der... Ach, stimmt. Aber da war... Ich krieg ja... Nein, aber ernsthaft. Dann kann es nur noch die Tüte sein. Nee. Das war so eine blaue Tüte. Nein, das war keine blaue Tüte. Ey, ich hab das doch aufgemacht. Nee. Wo ist sie? Hier. Nee, wo ist sie? Ja, na, das ist nicht, was da drin war. Nee. Nee, stimmt, das muss eine weiße Tüte gewesen sein. Genau. Habe ich die nicht abgerissen? Doch, die habe ich abgerissen. Wo hast du denn die Verpackung von der? Ja, hier ist sie doch. Was ist denn? Du musst ein bisschen nach außen drücken. Ein bisschen entlasten dabei. Jetzt gehst du dich nicht mehr. Was? Ich hasse diese Teile. So rum oder so rum? Na, so, ja, Doktor. Du fiedelst die eine Seite erstmal ein. Die Kette biegen. Nach innen. Muss ich biegen. So, ich sehe es so machen. Ich sehe so. Ah ja. Und dann. So. So, snap on. Alles klar. Na, der dürfte jetzt nicht mehr hinbleiben. Also, das würde mich jetzt schwer wundern. So, na dann mach mal den Schalter einmal komplett nach unten. Okay, kommt an und jetzt bitte einzeln nach oben. Alter! Geh mal weiter. Okay. Mal nach unten, mal nach oben, mal nach unten, mal nach oben. In der Spannung oder mehr? Wenn du im letzten bist? In der Spannung, okay. Aber wenigstens das stimmt jetzt.
Ganz schön lahm, du. Hey, ganz ehrlich, als ich die Kette aufgelegt habe, war mal... Wow, sind die runter. Also die Bremsbeläge sind mal, eigentlich nicht mehr vorhanden. Ja, auch hier, wie man zieht und der Zug wieder arbeitet. Was ist denn das? Ja, der hängt voll locker, wa? Der Zug muss mal erneuert werden, muss man sagen. Mach mal den Zug neu noch. Hey, Horst, nein, neu. Das kannst du ja nicht, das ist ja... Schaltzug einmal neu. Jetzt ziehen wir das mal hier oben ab. Kann man ja nicht ertragen. Na, in den Schalter für vorne habe ich schon erstmal WD drin gespritzt. Damit er den großen Gang überhaupt wieder erreicht. Passt er ab? Ja. Ja, ich gebe dir mal, kannst du einmal abtrennen. Aber Buras, der lief auch unten lang, oder? Ja. Fahr doch mal eben. So. Kaufst du Bele nur sehr angesteckt, schön. Löcher sind aber offen. Präzise. Sind nur angesteckt. Wegen Kappen. Erst immer so ziehen. Die Kuppeln von euch. So, und jetzt kannst du nochmal nachspannen. Jetzt kannst du erstmal nachspannen. Ist die Kuppeln von euch? Total locker nämlich. Ja. Das war hier. Ja, das hab ich mal eingebaut. Sieht doch so aus. Dem guten Mann. Der gut, Herr Mann. Ja, wollte ich vertütet haben. Da hab ich gesagt, doch, hab ich. Hab ich. Aber schon zu viel Spannung. Weiter. Kannst du noch ein bisschen Spannung rausnehmen hinten bei dir? Gut. Wie geil, oder? So muss das sein, ey. Mann, ey. Zack, bumm, knack. Aber die Bremse jetzt. Der Schwamm kommt, ey. Oh ja, der kommt jetzt nicht. Das war halt so. Mein Paket kommt morgen an. Welches? Ja, meins, ja. Enduro-Lager. 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 Bearings. Das ist Bearings basteln am Vormittag. Ja, naja, ja. Nachmittag. Richtig. Ja, dann schreibt Bremsanlage auf. Vielleicht besser. Ganz andere Frage. Fragezeichen, mal drüber nachdenken, Herr Nachbar. Ja, weil kriegt dann wenigstens die Ohr. So was Feines. Fragezeichen. Ich
mehr zu kaufen, ey. Ich hab für morgen bestellt, diesen scheiß Oma-Papier. Hier, Cat. Mhm. Ist nicht 22,2, du hast gesagt, 22,2 brauchst du. Und nicht Zoll, hab ich gesagt. Ach, 22,6, ne? 22,2 hätten wir ja da. Nee, haben wir nicht da. Nee, stimmt, das sind 25,4, was wir da haben. Ist okay. Was war denn? Weswegen war denn die letzte Mal da hier? Wegen Licht oder was hinten? Weil Licht nicht funktioniert hat. Nee, die war wegen der Lampe da, glaube ich. Ja, ah, ja, da habe ich die Lampe angebaut. Die? Ja. Aber die hat doch funktioniert, sagt sie. Die sagt, hat nicht funktioniert. Nein, stimmt, die war wegen Platten hier. Da haben wir hier dann die Decke eingebaut. Also das ist ja jetzt gestern gewesen. Ja. Oh, ja, das ist schon länger, jetzt geht's nicht. Muss schnell genug sein, dann geht es. Sie ist zu langsam gefahren. Hinten hoch? Ja. Das Ding hat genauso einen Wackelkontakt wie der, den ich vorhin ausgebaut habe. Ja, der hat Wackelkontakt. Na, wenn es nass ist, hat er keinen Kontakt. Kannst du schnell fahren für das Ding? Nein, wir haben hier doch die neue Marathon Plus Decke aufgesetzt. Das war extra noch nicht geholt. Die 25er. Ist die neu? Oh. Wolltet ihr nicht das mit den Kabeln oder am Licht? Hast du am Licht rumgespielt bei dem? Da haben wir den Stecker rausgenommen. Ja. Da war irgendwas mit dem Licht. Da war nicht mit Decke. Da hast du doch noch gesagt, wie kriegt denn hier den Stecker raus? Stimmt. Was war das denn? Der Lenk, der Reifen? Kann man das erkennen, ob der neu ist? Der Reifen ist nicht neu. Doch, der ist neu. Ja, nee, der ist nicht. Meinst du nicht, der war von dir? Das kann sein, aber nicht von jetzt, von gestern. Nein, gestern war es nicht, aber das ist doch schon länger her als vorgestern gewesen. Das kennst du nicht so ab. Ich erinnere mich an das Fahrrad, oder? Ich habe gestern die Zettel jetzt alle weggeschmissen, alle aufgeschrieben, weggeschmissen. Ich habe jetzt nicht. Wisst jetzt nicht mehr, wer das war. Nee. Das läuft aber. Hey, nur ein Liedmusikanten, ne? Das ist ja keine Harfe. Nee, das ist ein Laufrad, ne? Lager. Einmal auf den Boden werfen. Kommt wieder Richtung Eingang, dann hörst du wieder auf. Ja. Dann gekickt er nur kurz. Die zweiten Netz ist noch besser an. Ja. Da hat ein Kind wieder was zu spielen gefunden. Lass der Reifen dazu. Die spielen. Alter, das war die GP500. Ich melde mich bei meiner Freundin, die hat noch eins an dem Fahrrad. Ich schrumpf die ab, oder? Ja, ich wechsle dir das was? Einfach. Ich verlasse dich! Ich nehme Bescheid weg mit! Voll Trennung! Das scheint falsch bei mir. Oh, XTR, Junge! Oh, Übertreiber, Junge! Was ist denn mit dem Rad überhaupt? Wurde das abgeholt? Nö, steht oben. Angeschlossen. Sag mal, ist das Verarsche oder was? Was denn? Echte? 98 Euro hier, der grüne Rad? Ja. Was ist das jetzt hier? Man braucht hier. Genau. Ja, was ist das? Ja, gut. Jungs, Feierabend. Ciao. Ja. Schlüssel hast du?